die Doppel-Halbfinalspiele bei den bayerischen Jugendmeisterschaften 2013 Ochsenfurt. Ein Ansbacher wird ins Finale kommen. Entweder Max Klingel oder sein Vereinskollege Jan. Auf geht's, Kamon! Der Linkshänder hier im Hall. An der Seite von Ferenc Stock. Fürstenfeld Druck, ehemals TV Hildburgstein. Und Aufschlag jetzt Daniel Drobitz, TSV Stein. Und das zweite Halbfinale. Julius Preu. Wie heißt der Partner von Julius? Sunny. Julian Preu, oder? Julius. Dein Sohn Julian oder Julius? Julius. Also Julius Preu an der Seite von Sunny. Sehr schön. Und auf der Seite gegenüber das Favoriten Tobias Lüchten. Aufschlag auf den Fuchs an der Seite von Manuel Kupfer. Yes. Und der erste Satz ist daheim. Ja, dem armen Flo Fuchs mag man es eigentlich gönnen, dass er hier wenigstens einen Titel holt. Er hat ein sehr starkes Mix gespielt. Da hat man schon gemeint, er könnte ins Finale vorstoßen und dann ging es doch noch flöten. Das Halbfinale. Eins war eine ganz schwere Auslosung, die er aber gar nicht richtig auskosten konnte, weil er gleich gegen einen sehr starken Jan Schubert kam. Zwar da lange Zeit führte und auch da wie ein Sieger aussah. Schubert konnte das Spiel aber drehen. Und so bleibt ihm noch das Doppel. Florian Fuchs rechts, links Manuel Kupfer. Come on.
Jo, weiter. Das werden wir uns auf dem Video gerne nochmal anschauen. Ich persönlich habe den Aufschlag nicht im falschen Feld gesehen, aber ich kann meine Augen ja leider nicht mehr trauen. Trotz Brille. Wäre natürlich extrem bedauerlich, wenn dieser Aufschlag wirklich korrekt gewesen wäre. Aber live ist live. Und damit 0:2. Der Rückstand von Rosamin. Da könntest du dann auch stehen.